Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Holzimap. Ja, ihr wundert euch, warum ich den IAC am Düngerstreuer wieder habe. Ja, zeige ich euch gleich. Ich will aber auch was ausprobieren, deswegen habe ich nochmal angemerkt. Ich habe jetzt mal Calciumcarbonat gekauft, ja. Ich will mal gucken. Yeah, sind ein paar Mittel mehr drin, Magnesium und Schwefel. Das, was du sonst mit Ass düngen kannst, ne? Schwefel ist wichtig. Da es nicht mehr diesen sauren Regen gibt, sollte man da schon mit arbeiten, sagen wir, wie es ist. Ne? Also, ist schon ein Vorteil. Ich will aber jetzt gucken, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Ihr seht, da ist Calciumoxid drin, Phosphor, Kalium, Magnesium und Schwefel. Ja, die Anteile. Wir können Phosphor düngen, da wir Rinderglut sozusagen haben. Dann ist das nicht so schwerwiegend, wenn du da mal so ein bisschen, wie heißt es, Phosphor mit düngst. Phosphor ist auch wichtig für die Düngung. Schön, er nimmt ihn gar nicht an. Alles klar, danke dafür. Oder müssen wir den Big Pack da drüber halten? Müssen wir eben ausprobieren. Ich weiß es jetzt nicht so gerade genau. Letzter Test. Müssen wir ausnahmsweise mal eben so machen. Machen wir eben hier. Kann doch sein, dass man den Big Pack da drüber halten muss, ne? Würde mich nicht wundern. Ich bin mir dann nicht sicher. Deswegen testen wir es ausnahmsweise eben fix so. Nee, er nimmt es nicht an. Okay. Oh, wie geht das denn jetzt wieder? Jetzt müssen wir einen Düngerstreuer finden für Calciumcarbonat. Oder gibt es da extra eine Maschine für? Womit läuft das Wasser schon wieder an? Darfst du nicht sagen. Da, wo die Sonne nie scheint, runter. Hier ist Calciumcarbonat. Okay, wir müssen dieses Zeichen irgendwo im Düngerstreuer finden. Oder gibt es hier eine Maschine dafür? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ja, es sind nur ein paar. Was ist das? Steckrübe oder was? Kollege, wie soll ich denn hier Calciumcarbonat ausfahren? Ah, Leute, jetzt brauche ich wahrscheinlich irgendeinen Düngerstreuer dafür. Du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Du wirst es eh nicht können. Du auch nicht. Du auch nicht. Nein. Ah, er kann's. Er kann's. Okay, wir müssten uns praktisch den mieten. Um das auszuprobieren. Okay. Machen wir das ausnahmsweise mal. Ihr fragt euch auch jetzt, warum ich den IAC wieder dran hab, ne? Aus dem ganz einfachen Grund. Ich zeige euch das. Ich habe unsere Fläche hier, gekalkt. Ihr seht's, trotz Pflegereifen habe ich Spuren reingefahren. Deswegen kann auch sein, weil das der Dudes-Puma ist und eine andere Pflegebereifung. Deswegen können wir auch genauso gut jetzt unseren Schlepper nehmen. Die Fahrspuren sind jetzt drinne. Fahren wir hier drüber in der Wachstumsstufe. Schlag mich tot, kannst du also nicht mehr düngen oder kalken. Wir müssen das aber jetzt noch, weil wir nie durch sind. Deswegen machen wir das jetzt noch einmal. Ist dann leider so. Die Wachstumsstufe ist da auch anders geworden. Ja, tippitoppi, nicht so wie ich wollte. Aber ja, dann ist das jetzt. Wie gesagt, dann ist das jetzt einmal so. Was willst du denn da jetzt um den heißen Brei drum rumreden? Obwohl das scheiße ist mit dem Ding, ne? Da fahren wir uns ja noch mehr Spuren rein. Ja, dann machen wir jetzt die Bergwiese. Ich habe da jetzt nicht so Lust, mir da so riesen Spuren reinzufahren. Ich bin doch ganz ehrlich. Dann fahren wir mit dem Ding zur Bergwiese und kalken da. Ist natürlich jetzt. Oder wir kalken am Hof da Wiesen. Ich wollte mir jetzt da nicht wirklich so lange Spuren reinfahren.
Machen wir ihn voll. Kaufen wir noch zwei von den Dingern. Wir gehen eben hier nochmal hin. Ich habe den woanders gar nicht gefunden. Aber ich musste auch unter Big Packs einfach gucken. Kauft er mal noch. Eins. Zwei. Drei. Voll. Spielt uns natürlich gar nicht in den Korden, ne? Die stehen wahrscheinlich jetzt so bescheiden, dass wir die eben alle hier rüberstellen, ne? Ausnahmsweise, normal machen wir das nicht. Aber wir wollen es ja auch testen, um zu gucken, was vor uns ist. Ihr seht, da stehen noch unsere Seilwinde, die müssen wir auch noch abholen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ob das irgendwelche Auswirkungen hat? Ja, nein, weiß ich nicht. Vielleicht. Wir werden sehen. Was willst du großartig sagen? Jetzt hat man eine längere Folge. Junge, Junge. Können wir eine den Laurenz draußen abstellen? Das ist ja nicht normal hier. Macht dir keinen Spaß mehr. Aber es ist auch wieder so interessant, dass man einfach nur Bock hat, ne? Sagen wir, wie es ist. Und dann setze dich auch mal hin und machst was. Wie sagt man, Arschbacken zusammenkneifen? 3,50 Gas geben, ne? So, wir fahren aber andersrum zur Bergwiese. Wir können die Minimap auch eigentlich wieder ausmachen, aber ich hatte die jetzt an. Zum Düngen. Oder Kalken, eher gesagt. Gedüngt habe ich hier noch gar nicht. So. So, mit einem schönen 14,55 ab nach der Kalkungsfläche. Weil wir brauchen Vorspors. Dieser Puma ist schon cool, aber dann musst du halt das sequentielle Rückwärtsgang, Rückwärtsschalten musst du dann einstellen. Dann geht das wohl. Sonst ist das schon lästig. So, denn wir müssen das aber auf einer Fläche ausprobieren, wo wir es noch nicht gekalkt haben. Weil ich fahre mir jetzt hier nicht mit alles kaputt. Ne? Also das reicht schon, dass wir jetzt da so Spuren drin haben. Die Spuren gucken wir nach. Ne? Aber so mit Dreier Vorlauf, wenn du was zu tun hast, geht der Tag auch ziemlich fix um. Also ich habe jetzt ein paar Wiesen gekalkt. Im Endeffekt habe ich eine, ist fertig. Ja, eine habe ich bis jetzt gekalkt. Eine Wiese. Und die andere angefangen. Dann war mein Kalk zu Ende. Also mit Dreier Vorlauf kannst du das schon spielen. Mit dem ist schon okay. Zumindest bei meinem Spielstil. Na, hier können wir schwulen. Ich weiß nicht mehr, ob ich diesen Ingame-Tag gedüngt kriege, obwohl ich das eigentlich ganz gerne noch machen würde, ne? Dass wir nächsten Ingame-Tag nur so ein paar Maschinen rankarren. Und dann müssen wir auch bald mähen, ne? So, ich habe nur die 4 praktisch fertig gemacht. Dann würde ich sagen, da ist ja ein Zaun. Da fahre ich mit zu viel Spuren rein. Fahren wir eben hier auf die Luzern oder was? Ne, Bergwiese wollten wir hin, ne? Wenn wir 8000 Liter mit haben, kommen, fahren wir eben fix zur Bergwiese. Wie die Folge halt mal ein bisschen länger, dann ist das leider so, aber was kostet die Welt außer 3,50? Sag ich ja immer wieder, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen schwitzen. Brauchst auch nicht so oft auf Klo, hat ja auch einen Vorteil, ne? Muss man auch mal positiv sehen. Also, ne, Digga. Soll ja Gewitter geben, ne? Wobei Gewitter bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, ne? Wir hatten hier bei uns in Teich, da sind ja gut 18 Kilometer, war ein Tornado, ne? Oder Windhose, was auch immer. Will ich nicht erleben. Also man ist da nicht mehr von gefreit, ne? Aber in Teich war ein Tornado, das ist nicht weit von Kattenfierne hier. 18 Kilometer. Und hier in der Gemeinde Lien, da war auch mal schon richtig einer, ne? Also da konntest du die Schneisen im Maisland sehen.
Ja, aber der Bauernhof ist zum Glück stehen geblieben. Also wir sind hier nicht davon befreit. Wir haben das ja eh, dass wir hier so ein Loch sind oder scheiß Gegend, weil wir genau vor Teute wohnen. Und da entlädt sich das ganze, der ganze Schickkram Mais, weil es dann ja über den Teute muss. Deswegen haben wir auch immer eigentlich in normalen Jahren über 1000 mm Niederschlag hier, weil die direkt von Teuto sind. Ist so. Deswegen ist das, wo ich hier wohne, auch eigentlich Moorgebiet. Also wir haben hier noch Moore. Wir haben hier also echt auch Wälder, da ist nur Wald, weil du nichts bewirtschaften kannst. Es ist Moor. Da gehst du hier einen Kilometer und stehst du im Moor. Und von daher alles Chili Vanilli, ne? Oh, das hat sich hier alles so verändert. Das ist so. Also lieber Stefan, ich kann es immer wieder sagen, ne? Junge, Junge, was du und ihr da auf die Beine gestellt habt hier, das ist schon genial. Sagen wir, wie es ist. Muss man sich nichts vormachen. Klar, es ist langwierig, aber mich stört das nicht. Ich genieße hier schon das Fahren, dieses Rumtütern. Will mich auch bestimmt irgendwann ansicken, aber was so will. Muss man sich einen anderen Spielstil zulegen, ne? Sagen wir einfach, wie es ist. Ist schon cool. Und wie gesagt, beim Grünland hast du ja auch den Vorteil, du musst nicht warten, bis er jetzt die letzte Wachstumsstufe erreicht ist. Im Mäßer halt mal ein bisschen früher, dann hast du dafür noch einen Schnitt. Sagen wir einfach, wie es ist, wenn du nicht seekrank an der Fläche bist. Mit einem neumodischen Schlepper brauchst du hier nicht so lang holzen. Komik, der hat coole Federn, der fliegt auch mal über ein Schlagloch, siehst du? El Perfecto kann ich da nur zu sorgen. Ja, Touris, ne? Bist du gar nicht, dass die hier von anderen Kontinent Urlaub machen. Ja, und dann ist das wohl. Oh, hier ist wohl ein Schlagloch, du Junge, Junge, Junge. Was machen wir denn, wenn wir mal einen Drock haben? Ja, wir müssen hier lang, ne? So, jetzt eben ein Kückerchen, ne? Boah. Wir haben in Position Forming. Ja, kein Kalk drauf, ne? Wir sind an der Bergwiese. Es ist nichts an Stickstoff. 20 Kilo sind da noch drin, ne? Und pH-Wert ist mies. So, wir fahren jetzt hier. Automatische Ausbringmenge ist an. Wir fahren jetzt hier mit so einem Bohren. Oh, ich glaube, wir fahren. Boah, 12 Meter, ne? Das sehe ich ja gar nicht. Diese, und so wegen Magnesium ist er gelb, ne? Kannst aber auch vielleicht in der Innenansicht sehen, ne? Ja, ja, ja. Also das läuft schon mal. Wenn wir nachher oben sind, gucken wir mal nach, ob sich irgendwas anderes verändert hat. Ansonsten ist das halt. Ich glaube, der kriegt auch nicht den pH-Wert jetzt so hin, ne? Ja, aber ist nicht schlimm. Wenn du mit normalem Kalk drüber fährst, hast du, glaube ich, jetzt einen anderen pH-Wert. Aber es, wie gesagt, ist jetzt nicht das Schlimmste. Hier dürften wir uns auch noch nichts kaputt fahren. Weil, ja, ist noch nicht die Wachstumsstufe, ne? Hoffe ich zumindest, ich hoffe es. Junge, das hat sich hier alles so verändert. Guck dich den an. Ist das genial hier, ne? Guck mal, der alte Bergwiese. Richtig cool. Also, schon genial. Kann man immer wieder nur sagen, ne? Oh, wir fahren schon im kleinsten Gang. Wir
kannst du doch mal ein Getriebe rühren. Falls wir hier rumkommen. Ja, das läuft aber wie ein Länderspiel. Guck dich das an. Echt herrlich. Und wir müssen eben nachgucken. Folge ist schon wieder zu Ende. So, wir fahren hier aber eben rein. Oh, oh, oh. So, halten wir eben an. So, gekalkt hat er. Ne? Wir haben pH-Wert hingekriegt. Von 6,5. Ist nicht optimöbel, ist aber egal. Stickstoff bleibt gleich. Okay, alles klar. Das wollte ich wissen. Also ist es im Endeffekt egal, ob wir jetzt Calciumcarbonat fahren. Fürs Gewissen fäße Calciumcarbonat und ansonsten ganz normal kalken. Und wir haben keine Spuren reingefahren. Also ist es ab der Stufe nicht mehr so schickifani, da durchzuheizen, weil mit Pflegereifen, wie gesagt, kann auch am Puma liegen, fäße die was kaputt. Aber dann haben wir das schon mal geklärt, sind weiter. Liebe Leute, ich sag dann jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.